country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Und da sind wir wieder, The Game ist umgegangen, ungemastet, wie man so schön sagt. Er gibt neue Sinn, aber was soll's. Ja. Das war ja mal ein Fehlgriff, Kamek. Ich, zerschmettere jetzt die ganzen Kloas. Da die Kameks, wenn sie allein da stehen, ziemlich feige sind und abhauen. Tschüss. So. Dieser Teil wird wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen, da ich mich jetzt so ein bisschen Eiskönig vorkämpfe. Ich will ihn jetzt nicht killen. Es ist schon ziemlich spät. Und ich wollte eigentlich langsam mal, ja, wie sagt man so schön, schlafen gehen. Wie mache ich ihn dir jetzt weg? Ich habe alle Zeit der Welt. Am besten so. Du bist da, Walter deines Endes. Professor, sorry. Meine Güte. Die Namen sind ja so schwer zu unterscheiden. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht klein kriegen, aber... Immerhin Schaden kriegen sie. Kamek ist weg. Das ist sehr schön, wenn sie die Attacke machen. Sie kommen was ab. Wow, ich bin so perfekt. Naja. Es ging. Und goodbye. Das muss jetzt reichen. Jawollo. Und der Lukas kommt scheinbar nicht, der lässt mich im Stich. War nicht anders zu warten. Sein Tante ist gewesen wichtiger als ich. Lukas, ich liebe dich nicht mehr. Uah, schwul immer. Ja, wer weiß, wie es gemeint ist. Okay, jetzt kommen wir da oben durch die Tür, wie man gesehen hat. Also dieser Teil wird sowieso nicht zu kurz, weil es sind noch ein paar Rätsel zu lösen, die ich noch nicht geknackt habe. Hier ist es eigentlich ziemlich leicht durchzukommen, auch für einen Laien. War eigentlich ziemlich offensichtlich, wie das funktioniert. Oh mein Gott, okay, darauf habe ich jetzt null Bock. Gut. Die Schatzkiste ist eigentlich Latte. Ist wahrscheinlich nur in Orden drin. Jetzt muss ich mal warten, bis der Mario da hinten das gleiche macht, wie ich jetzt gerade vorhab. Und jetzt kommt das Komische. Oder was ist das Komische? Jetzt kommt das Leichteste von diesen Ratespielchen. Jetzt muss man einfach jeden außer Cooper angreifen. Eigentlich ziemlich leicht. Erstmal du. Dann du. Dann du. Colorado Haribo. Und dann mein eigener Bruder. So, das war leicht. Sehr leicht sogar. Gut. Hey. Ach, scheiß auf den Einstellern. Vielleicht kann man uns mal hören. Holen. Verschwinde Parakai. Ach, verschwinde halt. Parakai ist ja schon. Cooper. Ach, ist doch egal. Okay, das Ding, ne, das war jetzt dumm. Ich bin falsch. Das Zeug kann man nicht wegschieben. Es ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen zu groß. Jetzt kann man schön mit dem Parakari da hinten die Brücke rausholen. Der Spiegelbild dahin verschwindet gleich. Hier. So. Und nun kann man diese Statue da hinten verschieben. Die ist ziemlich klein, die packt Mario. Gut. Da ist, glaube ich, nichts Interessantes drin. Vielleicht ein Item, ein paar Gegner. Ich glaube, dieser Gegenteilsorden, den wir vorhin eingesammelt haben, wir haben vorhin den... Ja, wir haben vorhin den... D-Up, P-Down genommen. Und jetzt haben wir den P-Up, D-Down. Das heißt, die Verteidigung sinkt um 1, aber die Power, also der Angriff, steigt um 1. Und es kostet Ordenpunkte. Hm. Wenn man beide, ranlegt, dann ist es sehr, 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 sehr sinnlos. Keine Veränderung und man hat Ordenpunkte dafür. Geopfert.
Also, jetzt muss ich zu dieser großen Statue, die jetzt verschoben ist. Oh, Türen auf, Türen zu, Türen auf, Türen zu. Achso, da war ich ja schon. Okay, die ist verschoben jetzt. Und hier ist dann der Schlüssel. So gut habe ich die Gegner noch nie verarscht. Palace Key. Räusper, räusper. Komm, 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 komm. Verschwinde. So. So ist noch das allerletzte Rätsel. Das ist nicht sehr schwer. Überhaupt nicht schwer, ehrlich gesagt. Die Rätsel in diesen Dungeons sind total leicht. In jedem Dungeon sind die Rätsel total leicht. Wenn ich die Dinger in Dungeon nennen kann, darf, soll. So, außer Bowser's Castle. Das ist ein bisschen schwerer. Und zwar schiebt man die hier immer auf diese Plattform. Und die hier muss man ansprechen, damit die Statuen sich verschieben und man sie weiterschieben kann. Total einfach. So, jetzt verschieben wir noch die in der Mitte. Einmal nach rechts. Und einmal auf die Mitte zu. Und damit hat sich die Sache gegessen. Und das ist die Tür zum Endgegner. Noch gar nicht so schwer. Davor speichere ich nochmal, mache einen Schnitt und den Endgegner werde ich dann morgen killen. Also, haut rein, Leute. Bis morgen. The game must go on.